Mustafa. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Buffy's Gaming. Ja, wir haben einen Gegner, der ist Mustafa. Und ich habe gerade den anderen gekillt und der hat ein Tor gemacht, weil Freddy nicht aufgehalten hat. Mhm. Ne, wir haben gerade BD gepennt, alle tut. Müssen wir halt wieder rausholen. Da ist ja ruhig zum Ball hinfahren können, ja. Ey, ist dunkel in meinem Zimmer. Ich hab die Tastatur nie gesehen. So. Ja, wir waren beim letzten Mal bei der Engine. Ja, wie gesagt, also, es ist so viel wie ich weiß, die GTA 5 Engine. Ach, warum springt denn jetzt, Alter? Und. Komm, Freddy, ich hab nicht gedrückt. Fuck! Nice. Ah, ist haben auch ein Tor. So. So. Ja, wir waren bei der Engine und das ist halt, wie gesagt, die GTA 5 Engine. So viel ich weiß, also. In Grafikboost werden wir nicht miterleben, aber. Ich glaube, mit. Das ist die letzte Version, wo Rockstar diese Engine auch verwenden wird, weil die Engine mit dem Spiel auch an seine Grenzen stoßen wird. Weil, ich sag jetzt mal klar, du hast bei GTA 5 hast natürlich deine Sachen gehabt hier, wie Flüsse, Berge und sowas, aber mal ehrlich, die sahen jetzt nicht so unbedingt krass geil aus. Also, klar, am Anfang schon. Oh, scheiße. Wollte ihm bloß eine Chance geben. nee, war jetzt grad fail. Also ich persönlich fand, da hätten sie noch ein bisschen was machen können, texturentechnisch so. Aber na gut, das ist halt im Sinne der wann kann das veröffentlicht werden und inwiefern können die daran können die das noch machen, weil die halt letztendlich auch ein bisschen auf die Performance, auf den Speicherplatz. Freddy, 800 hier? Genau. Nicey, dicey. Und. Ich kann. Wie gesagt, bloß sagen, dass diese Engine das letzte Mal quasi wahrscheinlich verwendet wird, weil es einfach speicherplatztechnisch auch nicht mehr anders möglich ist. Dieses Spiel hat schon über 100 GB auf der Festplatte in der Grundinstallation. Von vornherein, also ist nochmal ein guter Punkt über GTA 5 am Anfang. Nein! Dann mal, ich könnte, ja. Ja. Also es wird ein Spiel sein, wo Rockstar wahrscheinlich neue Grenzen bricht, auch wenn es nicht die Größe ist vielleicht. Aber es wird definitiv im Design gebrochen. Ja. Gameplay-technisch kann ich dir halt noch nicht so viel sagen, weil das Spiel ist weder schon mal vorgespielt worden, noch irgendwie mal teasert worden oder ähnliches. Das ich gerade sagen könnte. Kommt ja erst noch raus jetzt, demnächst. Aber ich muss jetzt sagen, ich bin so unvorstellbar gehypt von diesem Spiel. Das wird einfach, also das steht bei mir auf der To-Do-Liste dieses Jahr noch ganz, ganz oben, noch weit über Landwirtschaftssimulator. Also, das ist halt so ein Titel, auf dem freut man sich mehrere Jahre. Ich sag jetzt mal nicht so wie FIFA, was jedes Jahr rauskommt, oder Call of Duty, was jedes Jahr rauskommt, oder Battlefield, was jedes Jahr rauskommt, ja, also. Ja. Das ist halt ein Spiel, da musst du dich halt mehrere Jahre lang drauf freuen, ansonsten wird das nichts. Und ich bin froh, dass sie sich die Zeit genommen haben dafür. Ah, Kacke! Ja, Freddy, nice! Nochmal! Ah. Ach. Ah.
Oh. Ja, nächster Punkt auf der Agenda, Gameplay. Wie gesagt, kann ich zwar nicht so viel zu sagen, aber es gab ja einen Gameplay-Trailer. So, in diesem Gameplay-Trailer hat man quasi gesehen, was in der Welt von Red Dead Redemption mittlerweile so alles möglich ist. Darunter zählt zum Beispiel, weil ich ja vorhin kurz, was ich in der letzten, ne, überletzten Folge mal kurz angeschnitten hatte, man kann Heists machen. Also so wie GTA 5, man kann Banken überfallen oder Tresore plündern oder halt so ein Mist, ne? Also man kann sich zu unverhofft viel Reichtum machen. Was ich mir ein bisschen schwer vorstellen kann, ist, wofür kannst du dieses Geld ausgeben? Klar, Waffen, Outfit, klar. So. Aber bei GTA 5 ist ja nun mal, ich sag jetzt einfach mal, die Thematik mit. Ah, fuck, da war eh zu weit. Bei Thematik halt mit Autos wichtig oder mit Booten, Flugzeugen und sowas. Kann ich mir jetzt in der Welt von Red Dead Redemption jetzt sehr schlecht vorstellen, dass du damit ein Subaru rumheierst, um das mal so auszudrücken. Also klar, würde wahrscheinlich gehen, aber es würde ja irgendwo dieses Setting da komplett zerstören irgendwo. Kriegst ein Ruderboot. Ja, gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich darüber gehypt werden sollte, um das mal so auszudrücken. Ja. Also, ja, da war noch einer. Leider auch keinen Boost gerade gehabt, ey. Ah ja, Verlängerung. Ah. So, wie gesagt, da weiß ich definitiv, du hast ja GTA 5 auch schon mal gespielt, ne? Online. Ja. Und gut, ich sag mal, Gebäude kannst du dir vielleicht kaufen, also so wie bei Immobilien später mal. Nee! Alter! Huh! Aber wie gesagt, ich tipp mal drauf, dass das Hauptgeld wahrscheinlich in Koks und Nutten irgendwo reniert. Koks vielleicht nicht. Freddy, du kannst auch mal richtig dagegen schmürgeln, ne? Ja, ohne Nitro war schlecht. Doppel-Rechtsklick. Ja, ich weiß. Oh, oh, Fehler, 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 Fehler. Nein! Naja, haben verloren. Nicht so schlimm. So. Wer gewinnt, muss aber verlieren. Richtig. Muss dann mal eine Dreierrunde wieder starten, ne? Jo. So, ja, also man kann Heists machen und sich somit halt, tippe ich jetzt einfach mal, Geld verdienen. Ganz wunderschön fand ich wieder mal diesen Modus. Man kann Läden überfallen. Ich weiß nicht warum, aber es ist so ein Ding, wo ich sage, geil. Ja, also kann man machen, muss man machen, unbedingt. Drück die Moneten raus, du Kaulquappe. Und das Geilste ist, man kann in die Luft schießen. Das läuft automatisch quasi. Man muss nicht in die Luft ziehen und dann schießen, sondern der macht das dann quasi. Puh, wenn er, weiß nicht. Es sah halt so aus im Trailer, dass man, dass das halt auto, also dass du über eine Taste das machen kannst. Dass er die Schrot erst auf ihn richtet, dann mit einer Hand nach oben hält und dann einfach nach oben ballert, sozusagen, wisst ihr? Ja, du musst dir vorstellen, du kennst doch, ich weiß nicht, wie die Zeichentrickserie heißt. Mit diesem einen Cowboy, der so, Tex yeah! Und Avery Show. dann so rumspringt, dann so peng, peng, peng. Und jetzt überleg mal, du machst einen Banküberfall, hast natürlich auch diese Funktion mit diesem Herspringen und stehst auf einmal da so, Alter, di-di-di-di. Gib mir dein Geld! Ja, kann ich mir gut vorstellen. Nee, eigentlich nicht, aber. Ja, ich sagte, das wird auch mit drin sein und das wird ein paar Mal passieren. Also, ganz starke Annahme, dass so ziemlich jeder Laden, der mir auf den Weg kommt, erstmal überfallen wird. Es gibt natürlich auch hier so ein typisches GTA oder typisches Rockstar-mäßige Wanted-System. Also Sternesystem sozusagen.
wo die Polizei dich sucht. Wenn du zum Beispiel jemanden umbringst, dann schicken die Polizisten da jemanden, also kommt die Polizei hin und die untersuchen auch direkt den Tatort. Also die interagieren auch mit den Leichen, die da liegen. Und ziehen dann halt so langsam Schlüsse, Stück für Stück. Also es wird ein bisschen realistischer laufen. Tippe ich jetzt mal. Wie genau das funktioniert, haben sie jetzt nicht gezeigt, aber wie gesagt, ich denke mal, dass das halt ein bisschen auf Realismus beruht. Dass wenn sie dich nicht direkt sehen oder halt nicht wissen, dass du da bist, dass sie dich auch nicht direkt angreifen. So sah zumindest in dem Ding aus. Ja, läuft. Was sind wir jetzt? Orange, wir sind orange. Oh, falsche Richtung. Ja. Müssen wir jetzt oder erstmal. So. Ja. So viel zum Überfall. Es gab eine kurze Szene. Ich weiß nicht, wie ich die interpretieren soll. Ich beschreibe sie dir einfach mal. Mehrere Bankräuber sitzen an der Seite von Schienen und man sieht im Hintergrund den Zug anfahren. So, einer von diesen Räubern, also die Räuber waren in der Ego-Ansicht, was heißt Ego-Ansicht, also in so einer, ja, Third Person, bloß halt mit der Kamera nach vorne gerichtet, dass du halt die Sicht sehen konntest, weil halt vorne die Bandana und wie das Ding heißt. Der Typ hat quasi so ein typisches TNT-Sprengding in der Hand gehabt. Eine Dynamitrolle? Nee, Dynamitrolle nicht, dieses Zündding. Ach so. Also, was du denn drin drückst quasi, dieser kleine Hebel da, dieser Zündkasten. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, professionell heißt, aber ist ja auch scheißegal. Ich glaube, jeder, der damals mal Cartoon geguckt hat, weiß, was ich gerade meine. Ja, und die sitzen halt da. Ich weiß jetzt nicht, also man hat auch gesehen, wie er das Ding drin gedrückt hat, aber es ist danach halt umgesprungen auf eine andere Szene, um halt ein bisschen was anderes zu zeigen. Was ich ein bisschen sehr schade fand, weil das hat mich halt interessiert. Was passiert jetzt damit? Klar, es ist definitiv was mit dem Zug gewesen, also Dynamit wahrscheinlich auf den Schienen und die explodieren dann quasi in dem Moment, bevor der Zug darüber kommt und der Zug entgleist. Meine ganz starke Vermutung ist, dass das einfach bloß eine Cutscene war aus dem Spiel. Vielleicht von der Mission. Mission glaube ich eher weniger. Ich glaube wirklich, weil du halt mehrere Leute gesehen hast, dass das ein Heist war. Vom Multiplayer aus. Wo es halt heißt, nicht nur eine Bank überfallen, sondern halt mal einen Geldzug oder so. Wow. Weißt du? Wo ich aber sagen muss, wenn das wirklich ein Heist war, ist es krass, was die sich einfallen lassen haben. Lol. Ne, 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 ne. So. Ab und zu mal konzentrieren, Stille hier, ey. So. Ja, was soll ich sagen? Also, wie gesagt, fand ich sehr schön anzusehen. Und unmittelbar danach begann nämlich auch gleich Gameplay von dem Multiplayer. Was du halt so Möglichkeiten hast. Und Daniel, der damals Red Dead Redemption gespielt hat, weiß ganz genau, wie Blackjack funktioniert. Weil Blackjack war so eines der geilsten Features in dem gesamten Spiel. Blackjack ist ja quasi ein Kartenspiel und wurde damals im Wilden West halt auch gespielt um echtes Geld. Und wenn man halt, man konnte halt damals auch schon betrügen im ersten Teil. Und ich tippe einfach mal darauf, dass man es heutzutage immer noch kann mit dem neuen Teil. Was mich sehr, sehr wieder richtig in den Finger kribbeln lässt. Weil, wenn du damals erwischt wurdest, hieß es dann 1 gegen 1. Auf der Straße. Um 12 Uhr. Weißt du? Das war so krass, also wo ich sage, das ist so eine Erfahrung, die würde ich einfach wieder machen. Das, und vor allem Multiplayer dann, wenn mehrere am Tisch sitzen und man sieht, dass der eine gerade schummelt und den dann anfechtet, weißt du? Damals für die ganz Skrupellosen war es ja so, sobald erwischt wurdest, wurdest du gleich am Tisch erschossen.
Ja, das war teilweise da auch, da musstest du halt bloß schneller deine Pistole ziehen, ne? Also, das hieß nicht unbedingt immer 12 Uhr auf der Straße, aber. Also, Endeffekt, es wurden Kugeln verteilt, ne? Also, das muss man sagen. Wer am Ende die bleihaltige Luft geschmeckt hat innerlich, dann der hatte, glaube ich, auch verloren unbedingt. Ich hab Black. Ah, Dude, ich hab gerade ein Tor, glaube. Nein, doch nicht. Sah aber gut aus. Mit dem Black kann sein, dass ich gleich weg bin. Komplett? Ja, mein Spiel hängt. Warte mal kurz. Also kann ich auch mal im Teamspeak noch Ast rein hören, also. Ja gut, ne, Taskmanager kann ich da aufrufen. Run-out video memory. Ja, Exciting. nice. Wir haben gerade ein 1-1 in der 12. Sekunde. Ja, das ist jetzt natürlich doof, ne? Ja. Dann kann ich auch ruhig weiter erzählen. Was soll ich noch drüber erzählen? Ja, dann gibt's halt dieses typische, ich hack mir in den Finger. Das Messerspiel? Genau, das Messerspiel. Ja? Oder dann halt die verschiedenen Tasten drücken musst, so schnell wie möglich, damit du halt mehr Punkte bekommst. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, das war eigentlich nie so mein Ding, weil es ist einfach zu. Oh, ich hab verloren. Hab verkackt. Egal. Warst ja eh rausgeflogen. Zählt für mich nicht. Oh. Ja. Hat mich jetzt nicht so fasziniert. Fand ich ein bisschen schade, aber na gut. Was mir gerade noch einfällt, wenn du Läden überfallen hast oder Banken oder hast Scheiße gebaut etc. pp. Das alles wirkt sich auch auf die Spielwelt nieder. Das heißt, wenn du jetzt einen Laden überfallen hast, die Sache ist ein bisschen daneben gelaufen. Also quasi der Kassierer liegt tot auf dem Tisch. Oder in seinem Regal drin oder ist verteilt über die komplette Ladentheke. Dann und du irgendwann mit seiner Frau sprichst, so wie ich das jetzt mit erfahren habe, also mit rausbekommen habe. Dann heißt das quasi, dass diese Frau nicht gut auf dich zu sprechen ist, wenn sie weiß, dass du das warst. Oder andere Möglichkeit gibt es ja bei GTA 5 auch, wenn du ein Auto klaust, hast du ja manchmal die Chance, dass du dann Kopfgeldjäger, also Kopfgeld auf dich kriegst. Dasselbe passiert dir in diesem Spiel auch, bloß dass sich nicht nur die Spieler jagen, sondern halt auch NPCs. Richtige Kopfgeldjäger. Aber du kriegst das Kopfgeld nur, wenn du jetzt gesehen wurdest, oder? Also wenn die wissen, dass du das warst. Okay. Also tipp ich mal, so war es im ersten Teil zumindest auch, wenn du zum Beispiel ein Bandana umhattest oder hier so ein Kopf, also ein Tuch, und hast da Kutschen überfallen etc., dann wurdest du halt erst später entdeckt. Also du wirst nicht zwangsläufig nie entdeckt, aber du wirst halt immer später entdeckt, was der ganzen Sache halt ein bisschen Reiz verliehen hat, ne? Mit einem Kopftuch rumzurennen irgendwo. Also mit so einem Mundschutz. Also was wäre auch interessant zu wissen, und zwar, sowas ähnliches hat es vorhin schon angesprochen, angenommen GTA zum Beispiel. Da ist es ja so, wenn du, egal ob du jetzt in einer Gasse, wo kein anderer ist, ja, jemanden erschießt oder ermordest, dass du halt einen Stern bekommst. Ja, genau, das habe ich vorhin angesprochen. Das wird wahrscheinlich, Ja. also aus meiner Sicht wird das nicht so sein, weil dann erstmal die KI hinkommt. Also automatisch wird die Polizei verständigt, weil vielleicht irgendjemand bei der Nähe was gehört hat, wenn da einer rumläuft und Schüsse gehört hat oder so. Dann kommt die Polizei hin und untersucht erstmal, was ist da los gewesen. Wenn sie einen Leichnam findet, untersuchen sie den Leichnam. Das sah nämlich bei dem Trailer so, also bei dem Dings so aus, beim Gameplay-Trailer so aus, als wenn, also er hat hinter so einer Kiste oder so ein Holzstapel hier standen und hat einen Blick auf die Leiche gehabt und dann sind halt die beiden Polizisten mit gezogener Waffe auf die Leiche erstmal zugegangen, haben die erstmal untersucht, was ist da los. Aber du hast halt nirgendwo ein Anzeichen gesehen, dass du gesucht wirst in dem Moment. Ja, das wäre auch nicht nur diese Suchinteraktion von der KI, sondern auch diese, wenn du gerade einen Stern hast, wenn du gerade einen Stern hast, entkommen bist, zumindest aus der Sichtweite der Polizei oder der Sheriffs, wie auch immer, dass du
wahrgenommen, du hast jetzt die Möglichkeit, in irgendeine Hütte reinrennst, wo irgendein Zimmer und vielleicht ein Hotel oder ein Motel oder so. Da ist ein Kleiderschrank, du ziehst dich schnell um, dass du denn aber nicht mehr halt, ja, ich sag mal, wenn dich der nächste Polizist dann siehst, dass du gleich wieder dann die Sterne aufleuchten, so weißt du? Wie bei GTA halt im Endeffekt. Ob das. Kann ich dir so jetzt nicht sagen. Ich weiß bloß, dass wenn die Polizisten dich aus den Augen verlieren, zumindest war es so im ersten Teil, dann wird ein Kopfgeld aus dich ausgestellt. Also werden sozusagen Kopfgelder auf dich ausgelegt. Und je nach Schwere des Verbrechens und je nach Menge der Verbrechen, die du getan hast oder begangen hast, erhöht sich halt dieses Bußgeld und da werden halt immer mehr Leute auf dich aufmerksam. Also die Sterne musst du dann zwangsläufig auch erstmal verlieren. Also die Polizei würde dich nicht sofort wieder verfolgen können, wenn sie sieht, okay, da rennt gerade einer mit einer blauen Latzhose rum oder so. Das wird nicht passieren. Aber es wird definitiv passieren, dass Leute halt also quasi deine Fährte aufnehmen. Ja. Versuchen dich dann quasi zu fangen. Weil, als Beispiel, das ist das, was mich bei GTA so ein bisschen gestört hat. Und zwar, ich habe ihn ermordet, klaue sein Auto. Werde dann, okay, mal angenommen, Polizei ist gerade in der Nähe, werde dann verfolgt, logisch. Zweier. Entkomme der Polizei, wechsle nicht innerhalb ihrer Sicht das Fahrzeug, fahre dann weiter. Mir kommt ein anderes Polizeiauto entgegen und weiß sofort, dass ich es bin. Das ist immer das, was mich so gestört hat, weißt du? Man hat ja seine Tarnung geändert, ja. Ja, gut, Und, das wüsste ich nicht. Also, das wird wahrscheinlich auch relativ schwer sein, aber halt dieses, wenn sie sich aus der Sicht verlieren, komplett. Also, wenn bei GTA hast du dann automatisch keine Sterne mehr. Läuft das da dann so, dass du definitiv ein Kopfgeld bekommst? Weil die suchen dann nicht mehr groß nach dir, was sollen sie da oben machen? Haben ja Leute, die das machen und das Kopfgeld kassieren wollen. ja. So. Und wie gesagt, diese Thematik, diese Technik, die finde ich eigentlich noch geiler, weil meins ehrlich, wenn du ein Auto geklaut hast, hast du deine 2 Sterne bekommen oder deinen 1 Stern, je nachdem. Bist den weggefahren, bringst jemanden danach um, so nach einer halben Stunde, dann wissen sie schon gar nicht mehr, wer du warst. Ja. So. Also, das finde ich bei GTA auch so ein bisschen verwirrend, weil normalerweise müssten sie dann während der Verfolgungsjagd dann einfach mal nachfragen, ja, was sieht's denn aus? Der sieht so und so aus, also wir haben den gesehen, der sieht so und so aus, was hat denn der noch so verbrochen? Und normalerweise müsstest du quasi ein eigenes Verbrecherprofil haben. Und wie gesagt, diese Anahmung vom Verbrecherprofil hast du halt da. Ein bisschen. Also wenn du zum Beispiel Kutschen anhältst oder überfällst und die Leute rausziehst und die Geldketten anforderst und so, weißt du? Wirst du wahrscheinlich nicht so ein großes Kopfgeld kriegen, als wenn du jetzt gerade mal 5 Kassierer in Barkeeper und die komplette Polizeirevier von Blackwater weggehauen hast. Von Blackwater, von Armadillo weggehauen hast. Die war ja damals sozusagen die Lieblingsstadt von allen. Nicht, Armadillo, ja. ja. Auch die geilste Stadt eigentlich. Hat so den typischen Western-Look gehabt. Mann, ey. Ich nicht mehr. Ja, und wenn man das halt mal ein bisschen ruhig angehen will, also man abends nicht nur auf Ballern aus ist in Red Dead Redemption, hat man halt auch die Möglichkeit mal zu angeln. Ja, du kannst halt richtig Fische fangen. Red Dead Redemption 2 Fishing Simulator. Nein, so schlimm ist es nicht, aber. Nein, nein. Oder du kannst auch jagen gehen. Bison jagen. In Teil 1 konntest du auch einen Yeti jagen. Ja, es war geil. Es war einfach nur Hammer. Ich meine, in welchem Spiel der Welt kannst du Yetis fangen und jagen? Gibt es denn für diese, sag mal, kleinen Zusatzfeatures wie Jagen oder Fischen, vielleicht auch ein Skillsystem oder irgendwas? Oder allgemein? Das glaube ich nicht. Also, das wäre Rockstar untypisch. Also, Skillsystem an sich ist in Rockstar ja sehr untypisch. Na, hätte sein können.
Ja, nö, nicht, dass ich Hersteller implementieren, weißt du? Nicht, dass ich jetzt wüsste, also. Finde ich an sich auch jetzt nicht notwendig. Einzige, was du hast als Hilfe, gerade beim Schießen, hast du das sogenannte Dead Eye. Das ist quasi ein Zeitlupenmodus, wo du Punkte auf deine Gegner anvisieren kannst. Ah, verdammt. Wo du Punkte auf deine Gegner anvisieren kannst. Also du gehst quasi mit dem Fadenkreuz rüber, visierst die Punkte an und irgendwann ist halt die Zeit um oder du sagst, es ist jetzt zu Ende, fertig. Mehr brauche ich nicht. Und der schießt dann automatisch auf diese Punkte. Ob der jetzt nur auf ihn schießt oder auf 5, das ist erstmal dahingestellt. Macht halt so ein bisschen Lucky Luke-Style, ne? Ja, ja. So, und fand ich im ersten Teil echt geil. Aber ich weiß nicht, wie der Multiplayer läuft, weil Zeitlupe und Multiplayer-Session ist relativ schwierig, um das mal so auszudrücken. Weil du kannst da keine klientabhängige Zeitlupe eigentlich, naja, doch könntest du eigentlich machen, aber... Ich weiß nicht, ob das im Multiplayer auch verfügbar ist dann. Nice. Oder ob das eine On-Session Dead Eye wird quasi, dass du halt quasi mit derselben Zeit wie der anderen quasi im 1:1 Spiel Dead Eye Punkte setzen kannst. Ja. Aber ich muss dazu sagen, diese Funktion von diesem Dead Eye, so viele Western-Spiele, wie ich gespielt habe, kenne, in so gut wie fast jeden gibt es diese Funktion, also was dieses Dead Eye betitelt, dass du, also bei vielen ist es so, dass du Zeitlupenmodus beginnt da, also ein ganz kurzer Zeitlupenmodus, und dann kannst du innerhalb dieser Zeit, mal angenommen bei 3 Sekunden oder so, du dann Zeit, bestimmte Ziele oder eine bestimmte Anzahl von Zielen zu markieren, denn sobald die Zeit abgelaufen ist, rattert er die weg. Das kenne ich nämlich von Genau. Call of Juras zum Beispiel. Das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsspieler. Ah, da hab's das auch, ja. Ich hab mich nur versucht, den Weg zu werfen. Mehr wollte ich gerade nicht. Ja, mach du mal. Bald falls rüber zu nehmen. Oder auch nicht, wa? Alter. Wie sie dann noch eben wegrammen, die Pisser, ne? Weg vom Tor. Ne, ne. Boah. Halt. Ne. Ah, Kacke. Freddy, hau weg. Ja, nice. Ah. Ich wollte noch ein Tor holen, aber naja. So. Ja, wie gesagt, das Ei finde ich persönlich recht geil. Weil einfach diese Animation dann quasi. Weißt du? Ja. Das ist einfach nur Hammer. ja. Aber die wird noch. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Dreier, Vierer? Naja, geht ja nicht, weil zu wenig anscheinend schon. Achso. Achso, nur mal so am Rande, lieber auf, liebe Zuschauer, wir spielen gerade um 3:30 morgens. ja, Arbeit macht's möglich. Wir sind nackt aktiv. Ja, was gibt's noch? Lass mich überlegen. Fällt mir erstmal nichts zu ein, aber es wird halt ein Spiel sein, was definitiv laufen wird hier. Definitiv. Da gibt's ja keinen Weg dran vorbei. Aber ich weiß halt nicht, ob ich mir das jetzt schon für die Konsole hole und später dann nochmal für PC oder. Naja, also. Ich weiß nicht, wie waren das damals mit GTA. Wie waren das damals mit GTA 5? Die hab's ja erst für Konsole. Ja, aber kurz danach kam es dann für PC. Ja, ich meine jetzt, aber man konnte doch Global Online so einen Key aktivieren, ne? Dass man das Spiel schon auf der Xbox hat quasi oder auf der Playstation. Glaube ich. Ach, Unsicherheit, ja.
gerade Weil ich gibt's hab's mir auch erst viel, viel später geholt, eigentlich. GTA 5 PC aktivieren. So. So. So, nee, mal, kompletter Vollpreis, Upgrade-Preis. Ne? Charaktertransfer brauche ich nicht. Hier beginnt. Ja, okay. Wieso geht der 500 damals bis 65 GB, ne? Also war auf jeden Fall viel weniger als jetzt, ja. Deutlich. So ist es fast doppelt, also fast doppelter. Aber es steht jetzt leider nichts drinne von wegen. Ne, ich glaube, das Ding nicht. Ich möchte sagen, irgendein Spiel konnte ich. Das war doch aber GTA 5. Da gab's. Müsste ich jetzt echt nochmal nachgucken auf der Xbox 360 auf der Hülle quasi. Ob es da irgendwo. Oder in der Hülle. Weiß jetzt nicht mehr, vielleicht wird es deren Zuschauer. Da kann uns dabei weiterhelfen. Ich möchte behaupten, dass GTA 5, als ich das damals auf der Xbox One gekauft hatte, dass ich das nicht nochmal extra kaufen musste für einen PC, weil ich das ja schon hatte. Sozusagen. Weißt du? Ja. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob das über einen Key ging, der in der Hülle lag, oder ob das. Ich glaube, ich musste mich dafür auch online anmelden bei Rockstar, dass. Ne, warte mal. Weiß ich nicht mehr. Also, wie gesagt, vielleicht kann mir ein Zuschauer da helfen. Ich weiß das gerade nicht und ich habe auch gerade keine Zeit, da jetzt lange im Internet rumzustöbern und da wird ein Tor für die. Ne. Wow. Das Ding war ein Freitor von uns aus. Alter, was denn der für ein Ping? Wow! Das war jetzt Fail von mir. Oh. Ah, fuck. Falscher Winkel. Hätte ich ihn sogar noch reingeprügelt jetzt. Komm nochmal. Ah! Gib mir mal jetzt hier nicht so hart auf die Eier, bitte, ja? Ich booste mal zu früh los. Nee, nee. Nee, Batmobil. Nee, da wurde auch nichts. Aber Freddy. Nee, also ich find's geil, wenn sie das dann halt so einführen würden, wie das mal meiner Meinung nach gewesen ist. Aber wie gesagt, ich will mich da jetzt nicht so versteifen, weil.
ne? Darüber gab es damals, glaube ich, schon die Diskussion, warum soll man sich das Spiel jetzt nochmal kaufen? Ja. Ja, verständlich eigentlich, ja. Weil du kaufst es halt zweimal in dem Moment. Und ich möchte sagen, aus diesem Grund hat Rockstar sich ausgesagt, ja gut, dann kriegen halt alle Spieler, die das schon für die Konsole haben, kostenlos für den PC dazu. Aber wie gesagt, verstehe ich mich jetzt nicht drauf, fertig. Ach. Ja, also wie gesagt, wird ein Must-Have-Titel werden, definitiv. Anders nicht vorstellbar bei so einem Crashing-Titel. Und nachdem das Spiel Laune macht, gucken wir mal. So, im Allgemeinen, die Zuschauer sind natürlich gerne angehalten, einfach mal mitzudiskutieren, was sie so von Spielen halten hier, ne? Die wir hier ansprechen. Einfach mal in die Kommentare reinprügeln. Da müsste sowas kommen, so, von was für ein Spiel reden? Das ja eigentlich. Red Dead Redemption 2, Junge! Guck ins scheiß Internet! So. Crashing Game Number 1 dieses Jahr. Das Ding wird auf die Top-Liste kommen. Obwohl, Metascore weiß ich gar nicht. Hat das Ding schon eben? Muss ich lernen? Freddy, doof! 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 Und er stand mir voll im Weg, der Pisser. Ah, kacke. Metacritic. Da wird dann schon zweimal drin. Weil ich mir jetzt halt nur auf das Spiel konzentriere, wenn es gerade ein bisschen. Ist nicht schon unter den Top 4, die ich sehe, also kann es nicht mit bei sein. So, ne, Spaß. Nice, danke. So. 5 Minuten konzentriert, wieder ein Tor mehr. Ne, ist scheinbar noch nicht drin. Metacritic sollte ja auch ein Begriff sein, oder? Ach, was für ein... Metacritic, also ist ja diese neue... Also was heißt neu, ist relativ lange jetzt schon diese Spielbewertung. Sagt mir jetzt so gerade nichts, nee. Ah, ist noch nicht drauf, leider. Das ist quasi so eine Zusammenrechnung von allen Spielen, die mal... Also was heißt von allen Bewertungen für jedes Spiel, die mal rausgekommen sind. Red Dead Redemption, das wird aber ein hartes Ding zu toppen. Also es gibt immer maximal 100 Punkte, desto höher die Punkte kommen, quasi zu 100 ran, desto besser ist es. Aha. Und können wir uns mal gleich angucken, wenn die 20 Sekunden hier oben sind. Wenn die 100 Punkte, also auch knapp nur an 100 Punkte dran ist, dann ist das Spiel schon legendär. Also dann kann man von dem Spiel schon seinen Kindern erzählen noch. Sozusagen. Dann stimmt da einfach so ziemlich alles. Hätte ja fast noch ein Eigentor gemacht, Alter. Ja. Money, money, money. Ich sag money. In eure Fresse rein. So. Reit? Naja, ihn taub nie. Bevor ich das jetzt zu Ende mache. Best Games. Gucken wir einfach mal. Ich. Ja. Insgesamt mal alle Spieler. Die besten Spieler insgesamt. Was? Das Thema werden wir mal in der nächsten Folge gleich mal mit aufgreifen. PC. All time. Oh, gleich wieder da, gleich wieder da, gleich wieder da. Ja, ja, ich guck gerade. Geht ja 5 sehr ins Feld um. Nice. Gut, also wir reden in der zweiten Folge, also in der nächsten Folge dann über Metacritic, Metascore quasi. Und über Red Dead Redemption, was der für einen Score hatte. Und wir reden dann auch mal über ein anderes Spiel, was mir gerade in die Augen gekommen ist. Und ja, bis dahin wieder schauen, reingehauen und bis zur nächsten Folge bei Puffys. Ich bin der Panne, der Freddy ist gerade kacken und ich hoffe, der ist gleich wieder da. Bis dann, tschüss.